Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Der Transformator ist unser Thema. Wir wissen, wie ein Transformator funktioniert. Wir können sich vorstellen, wie der die Spannungen und Ströme übersetzt und so weiter. Und wir wissen auch, dass er Verluste macht. Wie wir das modellieren, das wollen wir uns jetzt einmal ansehen. Also da ist unser Transformator. Den habe ich jetzt wieder aufgezeichnet. Primärseite, Sekundärseite. Und nun wollen wir ein Modell entwickeln, welches uns erlaubt, das irgendwie besser zu erfassen. Und zwar, wo fangen wir an? Also, es gibt hier einen Fluss. Das haben wir eh schon mal gesagt. Da gibt es ein Sigma, ein Phi natürlich, Phi H, ein Hauptfluss. Der strömt da durch. Das heißt, hier in den Strom, der I1, der erzeugt da drinnen den Hauptfluss. Es wird wohl eine Art Induktivität geben, die zeichne ich jetzt da mal ein. Also da ist eine Induktivität, Hauptinduktivität. Okay, Hammer. Haben wir modelliert. Fertig. Nein, ist nicht. Da gibt es Ummagnetisierungsverluste da drinnen. Wissen wir, haben wir mal gehört über die Höchstbreite der Hysteresenschleife und so weiter, Energieinhalt. Und die modelliere, indem ich einfach da praktisch einen Widerstand hineinbaue. Den gibt es nicht wirklich. Das ist auch kein Bauteil. Das sind keine Bauteile. Das ist einfach ein Modell. Okay? Also das ist der RFE. Der Eisenwiderstand, die Verluste im Eisen werden damit modelliert. Okay, das ist es. Ja. Dann habe ich da eine Leitung, die Kupferleitung. Ja. Kupferleitung, was hat die? Einen Widerstand. Und außerdem, außerdem habe ich nicht nur ein Hauptfeld, sondern ich habe auch hier, da, geht er da außen herum, da nach unten, da so. Ein Streufeld, Phi Sigma, und da auf der Seite 1, okay, Phi Sigma 1. Genau das gleiche wie da rüber, da ist der Phi Sigma 2. Gibt es einfach Streufelder, die eben nicht im Eisen geführt werden, sondern außen. Nun, auch hier gibt es eine Induktivität, eine sogenannte Streuinduktivität, die pack, 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 pack erzeichnet. Daher L1 Sigma. Die Primärseite wäre fertig. Gell? Also so schaut das aus. Hier ist U1, da ist U1. Ich zeichne das schon komplex ein, weil wir nehmen an, das sind sinusförmige Größen, die da drinnen, und wir zeichnen auch nachher ein Ersatzschaltbild. I1, darunter, hier runter, rinnt der I0, da ist der IFE, der beim Eisen durchrinnt, ist der IH da, so schaut das aus. Da haben wir UH. Passt. Sekundärseite. Mich stört das. Mich stört das, dass ich da praktisch jetzt das Eisen dazwischen habe. Ich mache einen Trick. Und zwar, ich nehme diese Größen, die da hinten sind, sind ja eigentlich auf der anderen Seite. Aber wir haben doch schon mal was über das, wie werden Größen übersetzt. Also eine wirksame, auf der Primärseite wirksame Größe, und genau den nehme ich her. Dann mache ich da so, schau, und da sage ich, aha, das ist der L2 Sigma. Aber natürlich ist es nicht der L2 Sigma, sondern der Strich, also die auf die Primärseite bezogene. Und da ist auch ein R2.
Und wieder der Strich, also auf die Primärseite bezogen. Das ist, der ist so da rüben, aber auf der Primärseite schaut er halt anders aus. Okay? Das ist das. Ja? Die Ü-Quadrat haben wir da drin gehabt. Und der Rüben vor ich raus. Ja? Was kriege ich da jetzt zusammen? Hier ist der I2. Aber der Strich, der I2-Strich. Ja? Und hier ist der U2. Und ebenfalls der Strich. Wie komme ich jetzt auf die wahren Größen? Nun, da stellen wir einfach vor, da dahinter ist ein Transformator. Mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis und der ist ideal. Und der ist super. Ja, da gibt es nichts. Und da drüben habe ich nachher praktisch mein U2 und mein I2. Aber nachdem das ideal ist, brauche ich ja nur mit dem Ü umrechnen praktisch und ich habe das genau perfekt. Ja. Perfekt ist das benannt. Und das war's. Das ist also das sogenannte T-Ersatzschaltbild. T-Ersatzschaltbild heißt das. T-Ersatzschaltbild. Das D ist, heißt nicht Transformator, sondern das ist, weil das so T-förmig aufgebaut ist. Und wir sehen, das ist auch symmetrisch. Das ist auch symmetrisch. Und jetzt wollen wir zudem ein Zeigerdiagramm zeichnen. Ja, also ich zeichne da jetzt irgendwo, da nehme ich jetzt einfach an, da gibt es ein U1. Okay, das ist der U1. Und irgendwo mit einem Winkel dazu, da mit irgendeinem Phi dazu, ist der I1. Und dazwischen haben wir eben den Phi. Passt, oder? Wie groß ist jetzt dort die Spannung? Ja, UR1. Das da einzeichnen will. Jetzt mache ich es bunt. Ja, machen wir es bunt. UR1. Geht in die gleiche Richtung. Ja, da ist der UR1. Der UL1 Sigma der ist 90 Grad voreilend zu dem Strom, der da durchrennt. Das ist ja logisch, nicht? Da ist der Strom, da ist es. Und das geht darüber. UL1 Sigma. Da haben wir 90 Grad dazwischen. Ja? Wie groß ist jetzt UH? Ja? Da muss ich praktisch vor dem U1 muss ich diese zwei Spannungen abziehen. Ja? Also von dem minus U1, das ist praktisch da, und der minus UL1 Sigma. Und da sind wir jetzt bei UH. Schreiben das hin. Hier, UH. Ja, wo ein paar Pfeilchen unterbrechen müssen. So, jetzt wissen wir das UH. Ja, jetzt können wir praktisch, wie groß ist das IFE? Ja, das IFE geht in die gleiche Richtung wie UH. Ja, die sind in Phase. Da ist der IFE. Okay. Und 90 Grad hinten ist der IFE. Das ist der IH. Okay. Die zwei in Summe ergeben den I0. Da ist der I0. Okay.
Und der I0 und der I2 in Summe müssen die nie 1 ergeben. Knotenregel, immer Knotenregel, gell? Das heißt, da, das, was da überbleibt, das da. Jetzt schreibe ich da auch irgendwie 1 hier. Jetzt kann ich da eben kein Hund mehr lesen. Das ist der I2 Strich aber, gell? Bezogene. Der I0, ja. Wenn man aufgepasst hat, kann man es noch nachvollziehen. I2 Strich. Ja. Und jetzt habe ich den I2 Strich, der hat da hier einen Winkel, ja. Und da haben wir einen UR2 Strich und da haben wir UL2 Sigma Strich, ja. I2 UR2 geht in diese Richtung. Ja, UL2 geht in diese Richtung, also 90 Grad dazu. Ja. Jetzt ziehe ich das da wieder hoch praktisch. Ja. Also ich ziehe hier darüber, das ist der Minus UL2 Sigma. Ja. Und dann habe ich den Minus UR2 Strich, ja. Und da bleibt über, das ist dann U2 Strich da drüben. Ja. So sieht das also aus. Ja. U2 Strich, da habe ich I2, ja. Da haben wir einen anderen Phasenwinkel. Da können wir irgendeinen Phasenwinkel auch wieder. Bringen wir irgendeinen Phasenwinkel zusammen. Ja. So sind diese Spannungen. Und es ist jetzt so, bitte, dass der I0, ja, I0 wird im Teillastbetrieb, wird ab Teillastbetrieb, so wie sage ich, unbedeutend. Da rinnt so wenig weg, im Verhältnis zu I1 und I2 ist der I0 nix. Ja? Nix. Ja? Beim leeren drauf und so weiter ist das schon was, ja? aber wenn dann irgendwo im Teillastbereich, wenn da hinten eine Last dran hängt, dann wird der I0 unwichtig. Ja? Da wird unwichtig einfach. Ja? Im Vergleich zu I1 und I2 Strich. Das heißt, Vernachlässigung von RFE und LH. Das heißt, vereinfachtes. Ersatzschallbild. Vereinfachtes Ersatzschallbild. Und das ist aber auch das Thema unseres nächsten Videos. Jetzt haben wir das T-Ersatzschallbild. Das unterstreiche ich noch hier, T-Ersatzschallbild. Haben wir recht viel ich denke, es ist relativ logisch, wie das dieses Zeigerdiagramm entstanden ist, aber es schaut auf alle Fälle gleich wieder aus und so weiter. Und wie gesagt, dadurch, durch die Eigenschaft, dass eben dieser Magnetisierungsstrom, dieser I0, da unbedeutend wird im Verhältnis zu den anderen zwei Strömen, lassen wir einfach diese Induktivität weg, ja, und die Eisenverluste und sagen, machen wir einfaches, vereinfachtes Ersatzschaltbild, ja. Thema des nächsten Videos. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.